Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni. Guten Abend. Für alle, die sich gefragt haben, ob US-Präsident Donald Trump mit der Macht seiner Dekrete nun uneingeschränkt und nach Gutdünken herrschen kann, hat ein Bundesrichter aus dem Staate Washington diese Antwort. Nein, kann er nicht. Die Gewaltenteilung, das Prinzip des Checks and Balances in den USA funktioniert. Und so hat, besagt der Richter, den umstrittenen Einreisestopp für Menschen aus 7 vornehmlich muslimischen Ländern aufgehoben. Sehr zur Freude von Familien wie dieser hier aus dem Irak, die heute in New York landen konnte. Denn was für ein Schock Trumps Einreisestopp für die Betroffenen bedeutete, hat Shafah Larei bei somalischen Flüchtlingen in Kenia erlebt. Familie Mumin hat nur noch 2 Matratzen. Die Betten, fast alles Spielzeug haben sie verkauft, die kleine Wohnung gekündigt. Denn eigentlich sollen sie in 2 Wochen losfliegen, in die USA, in ein neues Leben. Wir fühlen uns elend. Wir haben so lange auf diesen Tag gewartet. Und jetzt, wo es endlich losgehen sollte, wissen wir nicht, ob wir einreisen dürfen oder nicht. Wir sind sehr besorgt. Abdallah Mumin ist Journalist. In Somalia hat er über die Gräueltaten der radikal-islamischen Al-Shabaab berichtet, über die vielen Opfer der Terrormiliz, bis er selbst zum Opfer wurde. Die haben versucht, mich zu töten. Sie haben gezielt auf mich geschossen. Da wurde mir klar, meine Familie und ich müssen fliehen und wir sind nach Kenia gekommen. Doch hier sind sie auch nicht willkommen. Mehr als 500.000 Flüchtlinge aus Somalia leben in Kenia, die meisten von ihnen hier in Dadaab. Die Flüchtlinge dürfen das Camp nie verlassen, nie arbeiten oder reisen. Es gibt nur einen Ausweg, in eines der Flüchtlingsprogramme aufgenommen zu werden. Doch die Auswahlverfahren sind hart. Besonders somalische Flüchtlinge, die in die USA umgesiedelt werden sollen, werden massiv überprüft. Bei manchen dauert der Sicherheitscheck 10 Jahre, weil sie aus einem Krisenland kommen. Auch Familie Mumin musste 2 Jahre lang eine Sicherheitsprüfung durchlaufen. Als sie dann die Nachricht bekommen haben, dass sie in Tucson in Arizona aufgenommen werden, sei das wie ein Sechser im Lotto gewesen. Ich habe nichts dagegen, dass die USA so strenge Regeln haben. Ich will auch nicht, dass böse Menschen in die USA einreisen. Uns bleibt jetzt nur noch die Hoffnung. Die Unklarheit macht ihnen schwer zu schaffen. Aber solange sie nicht wissen, ob sie einreisen dürfen oder nicht, schauen sie sich im Internet weiter Videos über Tucson in Arizona an. Doch seit dem richterlichen Urteil könnten sie wieder dorthin. Sandra Razzo in Washington. Ist der Einreisestopp denn nun endgültig vom Tisch? Das ist zunächst einmal eine einstweilige Verfügung und das Weiße Haus hat auch schon das Justizministerium angewiesen, dagegen Einspruch einzulegen. Und Fachanwälte für Menschenrechts- und Einwanderungsfragen raten Menschen aus den betroffenen 7 Ländern, die über ein gültiges Visum verfügen, dringend die Einreise zu starten, also den Flug so schnell wie möglich zu buchen. Denn man weiß eben nicht, wie lange diese einstweilige Verfügung Bestand haben wird. Viele rechnen hier mit einem Weg durch die Instanzen, möglicherweise bis zum obersten Gerichtshof mit ungewissem Ausgang. Eins muss man deutlich festhalten, Donald Trump ist verärgert darüber, dass ihn jemand so deutlich in die Schranken weist. Und er hat auch den Richter heute öffentlich kritisiert per Twitter. Er hat nämlich gesagt, die Meinung dieses sogenannten Richters sei lächerlich und werde keinen Bestand haben. Also da ist jemand wirklich deutlich verärgert. Und egal, wie die Sache auch ausgehen wird, eins ist klar, dies ist ein erster schwerer Rückschlag für Donald Trump als Präsident. Sandra Razzo, vielen Dank für diese Einschätzungen aus Washington. Auch Bundespräsident Gauck äußerte sich zum Einreisestopp. Er forderte die Europäer auf, Stellung zu beziehen. Mehr dazu in den Nachrichten mit Judith Rakers. Menschen muslimischen Glaubens werde damit pauschal unterstellt, sie seien gefährlich, so Gauck in einem Interview mit europäischen Zeitungen. Das sei so wörtlich mit unseren Vorstellungen von Menschenwürde, Gleichheit und Religionsfreiheit nicht vereinbar. In Berlin demonstrierten etwa 1.200 Menschen vor der US-Botschaft gegen das von Trump erlassene Einreiseverbot. In London versammelten sich nach Angaben der Veranstalter 40.000 Menschen. Sie forderten, eine Einladung an Trump zu einem Staatsbesuch in Großbritannien zurückzuziehen.
Angesichts vieler aktueller Terrorverfahren hat sich Generalbundesanwalt Frank an die Justizminister der Länder gewandt. Seine Behörde ist für die Strafverfolgung in Fällen zuständig, die die innere und äußere Sicherheit besonders berühren. In seinem Schreiben bittet Frank um die Entsendung von Staatsanwälten. Ohne ausreichende Unterstützung, so zitiert der Spiegel, könne die Behörde ihren Aufgaben nicht umfassend nachkommen. Die Grenzen der Leistungsfähigkeit seien erreicht. Zwischen Teheran und Washington nehmen die Spannungen zu. Der Iran begann mit einem groß angelegten Militärmanöver. Die Revolutionsgarden erklärten, die Übung sei eine Antwort auf die gestern von den USA verhängten Sanktionen. Damit hatte Washington auf einen iranischen Raketentest reagiert. Verteidigungsminister Mattis sagte, die USA hätten den Iran genau im Blick und würden dessen Kurs nicht weiter ignorieren. Die rumänische Regierung zieht ihre umstrittene Eilverordnung zurück, die die Justiz bei der Verfolgung von Korruption einschränken sollte. Das kündigte Premierminister Grindeanu am Abend in Bukarest an. Zuvor waren erneut zehntausende Rumänen gegen das Dekret auf die Straße gegangen. Es war der fünfte Tag der Massendemonstrationen in Folge. Der Mann kommt mega an. Mit Martin Schulz als Kanzlerkandidaten scheint für die SPD Unmögliches wieder möglich. Kaum um die Ecke gekommen, schaffte Schulz das, was seit Jahren kein Herausforderer auch nur ansatzweise hinbekam, im Vergleich beliebter zu sein als die Kanzlerin. Beim ARD-Deutschland-Trend sprachen sich diese Woche für Schulz 50, für Merkel nur 34% aus, wenn tatsächlich direkt gewählt würde. Soweit der Zauber des Neuanfangs, aber der verfliegt irgendwann. Und dann? Andreas Clarisse über die Frage, wofür steht Martin Schulz eigentlich? So kennt man ihn schon. Schulz, der Begeisternde, der Umfragesieger, der Menschenfänger der SPD. Wir hatten das Phänomen, dass uns die Woche die Parteibücher ausgegangen sind. Wir hatten 22 Eintritte, 4 Wiedereintritte und wir mussten jetzt nachbestellen. Man sieht, dass Martin Schulz echt ein guter Buchhändler ist. So viele rote Bücher sind die letzten 20 Jahre nicht mehr losgeworden. Okay, verstanden. Die Stimmung ist toll. Aber mit welchen Inhalten will der Kandidat Bundeskanzler werden? Die Probleme der Menschen erkennen, nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit dem Bauch. So lautet eine Antwort in der Gesundheitspolitik. Wir Sozis wissen, wie das ist, wenn ihr nachts wach werdet. Und deshalb ist die Bürgerversicherung für uns nicht irgendwas, sondern die Antwort, die wir auf eure Ängste geben. Das ist das Neue an dem, was wir in diesem Land machen wollen. Neue Konzepte, zum Beispiel in der Steuerpolitik, so Schulz, müssen natürlich erst diskutiert und erarbeitet werden. Fest stehen aber schon die Leitlinien. Und der Grundsatz, der muss der sein. Diejenigen, die in diesem Lande hart für ihr Geld arbeiten müssen, dürfen nicht schlechter gestellt sein als die, die in diesem Land ihr Geld für sich arbeiten lassen können. Das muss der Grundsatz sozialdemokratischer Steuerpolitik sein. Und über allem steht für den Kandidaten Martin Schulz die soziale Gerechtigkeit. Höhere Einkommen führen zu höheren Renten. Deshalb ist das Ungleichgewicht zwischen den Profiten und den Einkommen auch für die Rentenentwicklung von entscheidender Bedeutung. Deshalb mit unseren Gewerkschaftsverbündeten seit an seit, wir brauchen eine klare, bessere Lohn- und Einkommenspolitik in der Bundesrepublik Deutschland, um Gerechtigkeit herzustellen. Sozialdemokratische Inhalte dazu, das finden Sie hier, glaubwürdig, emotional und authentisch. Für die SPD hat Martin Schulz das Siegergehen. Die Nationalfigur der Franzosen, die Marianne, scheint im Moment ebenso stolz wie auch besorgt reinzuschauen. Im Land, das für Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit eine Revolution startete, stehen Präsidentschaftswahlen an. Für den ersten Wahlgang ganz vorne liegt im Moment die Kandidatin des rechtsextremen Front National, Marine Le Pen, die heute offiziell ihren Wahlkampf begann. Und während die Bewerber der Etablierten entweder keine Chance haben oder sich gerade selbst zerlegen, wird ein ehemaliger Minister als unabhängiger Kandidat zum härtesten Gegner von Le Pen. Alice Schröder. Als Emmanuel Macron am Ende seiner Rede die Marseillaise anstimmt, singen 16.000 Menschen mit. Die meisten sind jung und sie engagieren sich für einen Kandidaten, der so ganz anders scheint als der etablierte französische Politikbetrieb.
Wir sind enttäuscht von den anderen Politikern. Von Macron geht etwas Neues aus. Er wird die aktuelle Politik am meisten verändern und es ist wichtig, dass er für Europa ist. Der 39-jährige Macron will Präsident werden. Eine eigene Partei hat er nicht. En Marche, frei übersetzt vorwärts, so nennt er seine Bewegung. Alle haben gesagt, ihr seid verrückt, das ist unmöglich, das politische Leben wird weiter nach bestimmten Regeln funktionieren. Aber wir sind heute hier, um es gemeinsam anders zu machen. Macron, studierter Philosoph, Ex-Bankier und Ex-Wirtschaftsminister unter François Hollande, hat wie fast alle französischen Politiker jene Eliteschulen besucht, die klar auf eine politische Karriere hinführen. Und doch schafft er es, als neues, unverbrauchtes Gesicht daherzukommen. Das Herz unseres französischen Projekts kann man in drei Worte fassen: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Egalité, Fraternité. Anders als der rechtsextreme Front National steht er für Weltoffenheit und für Europa. Unser Kampf für Brüderlichkeit ist auch ein Kampf für Europa. Wir bleiben Europa treu. Ein wirkliches Programm hat Emmanuel Macron noch nicht. Das will er erst Ende Februar vorstellen. Als er vor knapp einem Jahr seine Bewegung En Marche gegründet hat, dachte kaum jemand, dass das Erfolg haben könnte. Nach jüngsten Umfragen hat er gute Chancen, in die Stichwahl zu kommen. Und damit zum Sport und zur Fußball-Bundesliga. Wenn Bayern-Trainer Carlo Ancelotti die linke Augenbraue hochzieht, dann missfällt ihm etwas. Momentan macht er das öfter, Julia Büchler. Ja, der Grund ist ganz einfach. Die Bayern spielen momentan einfach nicht den perfekten Fußball, den sich alle wünschen. Nach dem 1:1 gegen Schalke, da könnte man fast schon von Mini-Krise sprechen. Aber immerhin sind die Münchner ja trotzdem Tabellenführer der Fußball-Bundesliga. Ein Unentschieden jetzt nach zuvor 7 Siegen. Doch bei den Bayern sind alle total unzufrieden. Schalke dagegen freut sich diebisch über den einen Punkt und auch darüber, den Rekordmeister in der eigenen Arena geärgert zu haben. 500 Spiele für den FC Bayern. Eine besondere Marke für Philipp Lahm. Dass dieses Spiel unentschieden ausging, gefiel dem Kapitän und seinen Fans gar nicht. Die Mannschaft muss sich dessen bewusst sein, dass man so wie wir die letzten dreimal agiert haben, die nächsten Wochen nicht agieren kann, weil sonst sind wir ganz schnell in mehreren Wettbewerben auf einmal raus. Eigentlich sah alles nach einem entspannten Nachmittag für die Münchner aus. Schon nach 8 Minuten ging der deutsche Meister in Führung, nach einer Kombination von Robben Vidal und am Ende Robert Lewandowski. Elegant und mit Leichtigkeit das 1:0 gegen Schalke 04. Doch der Gast schlug zurück. Freistoß Naldo und Manuel Neuer lässt sich im kurzen Eck düpieren. Der überraschende Ausgleich nur 4 Minuten später. Schalke hielt nicht nur mit, sondern hatte auch die besseren Chancen. Neuzugang Guido Burgstaller scheiterte an der Latte. Die Führung wäre verdient gewesen. Vor der Halbzeit die größte Chance der Bayern zur Führung. Robert Lewandowski verpasste das 2:1. Philipp Lahm kam erst nach der Pause zu seinem 500. Bayern-Einsatz und musste mit ansehen, dass sein Team erst am Ende nochmal gefährlich wurde. Die größte Chance hatte Javier Martinez. Am Ende blieb es beim Unentschieden. Die Bayern kommen nicht in Gang, sehr zum Missfallen ihres Kapitäns. Die Bayern machten heute weniger Tore, als viele gedacht hatten. Hoffenheim dagegen machte mehr. Gleich 4 Stück waren am Ende in der Partie gegen Mainz. Und das, obwohl Torjäger Sandro Wagner gesperrt war. Sein Ersatz traf schon nach wenigen Minuten. Am Ende steht ein 4:0. Schmeichelhaft, ehrlich gesagt, in dieser Höhe. Aber der Sieg der Hoffenheimer, der geht ganz klar auf das Konto von Trainer Julian Nagelsmann. Seine Einwechslungen, alles Volltreffer. Der Trainer machte heute alles richtig. Julian Nagelsmann holte 2 Spieler aus der Versenkung, die den klaren Sieg gegen Mainz perfekt machten. Nach dem Hierball Freistoß sprang der kleine Marco Terrazzino am höchsten. 16 Spieler auf der Tribüne, heute ist ein Tor zum 2:0 etwas ganz Besonderes. Wahnsinnsgefühl. Vor einer Woche noch 16 Spieltage in der Nacht nicht im Kader gewesen. Jetzt immer dran geblieben, jetzt war es meine Chance. Und ich denke, dass ich die ganz gut genutzt habe und ich freue mich. Für das frühe 1:0 sorgte Marc Uth. Für den rot gesperrten Sandro Wagner in der Offensive traf er nach 5 Minuten. Doch regulär war der Treffer nicht. Der Oberarm diente zur Ballmitnahme. Dennoch, das Tor zählte. Auch die Einwechslung von Adam Czorlai zahlte sich aus. Der Ex-Mainzer traf zum 3:0, das Ganze 4 Minuten vor dem Ende.
In der Nachspielzeit nochmal der Ungar. Hoffenheim schlägt Mainz hoch und verdient mit 4:0. Aber es geht noch besser. Mit der Art und Weise bin ich nicht so zufrieden. Am Ende glaube ich auch ein Tick zu hoch ausgefallen. Aber ich glaube, die Mannschaft, die was probiert hat, hat am Ende auch gewonnen. Die Mannschaft aus dem kleinen Kraichgau hat jetzt wieder das große Europa vor Augen. Die weiteren Ergebnisse. Mönchengladbach-Freiburg 3:0. Perfekte Heimpremiere für Trainer Hecking. Die restlichen Spiele heute endeten alle 1:0. Nämlich Berlin-Ingolstadt, Köln-Wolfsburg, Dortmund-Leipzig. Und bereits gestern spielte ja Hamburg-Leverkusen ebenfalls 1:0. Morgen gibt es dann die Partie Augsburg-Bremen und das Hessen-Derby Frankfurt gegen Darmstadt. Die Tabelle. München weiter an der Spitze, jetzt sogar 4 Punkte vor Leipzig, dahinter Dortmund und Hoffenheim. Berlin und Köln auf den Europa-League-Plätzen, Freiburg ist 8. vor Leverkusen. Die zweite Hälfte beginnt mit Gladbach, dann Schalke und Mainz in der Abstiegszone, Hamburg, Ingolstadt und Schlusslicht Darmstadt. Viele deutsche Wintersportler, die haben heute einen Sahnetag erwischt. Der Kombinierer Johannes Rützek zum Beispiel. Er hat den Weltcup in Südkorea gewonnen und damit auch die Führung im Gesamtweltcup übernommen. Platz 1 gab es auch für Bobpilot Francesco Friedrich. Der Weltmeister gewann den Weltcup im Zweierbob in Innsbruck. Ja, perfekte Generalprobe für die Bob-WM dann Mitte Februar. Auch Rodler Felix Loch kann endlich wieder jubeln, von wegen Formkrise. Der Olympiasieger gewinnt beim Heimweltcup in Oberhof. Und auch Lochs Teamkollegen Tobias Wendel und Tobias Arlt hatten bei den Doppelsitzern Grund zum Feiern. Saisonsieg Nummer 3 für sie. Ja, nicht ganz nach oben, aber zumindest aufs Podium ging es für Skispringer Andreas Wellinger. Jubel über Rang 2. Beim Skiflug-Weltcup in Oberstdorf verpasste Andreas Wellinger nur knapp den Sieg. Im ersten Durchgang hatte Wellinger mit 234,5 Metern einen neuen Schanzenrekord aufgestellt. Im Finale bewies er mit einem Flug auf 222,5 Meter wieder seine Topform. 5 Meter weiter im Finale und ein paar Punkte besser der Österreicher Stefan Kraft, der heute seinen ersten Skiflugerfolg feierte, vor Andreas Wellinger und dem Polen Kamil Stoch. Ob Sie große Sprünge machen können? Vielleicht, hier sind die Lottozahlen. 2, 16, 28, 37, 39, 49. Superzahl 8. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und damit zu Claudia Kleinert, die mit Glück gutes Wetter für den Sonntag hat, oder? Ja, aber das Glück haben wir leider nicht so unbedingt. Beziehungsweise der Sonntag wird gar nicht mal so schlecht. Aber kalt wird es nächste Woche und zwar richtig kalt. Das heißt, vor allem im Norden und Osten rutscht es runter in den Minusbereich. Das heißt, wir kommen wieder zu Eistagen. Der Winter kehrt zurück. Sie sehen es hier, Beispiel Hamburg. Dienstag und Mittwoch jeweils Tage, an denen es auch tagsüber nicht über die 0 Grad geht. In Berlin sogar noch kälter, -3 am Dienstag, -5 am Mittwoch. Der Südwesten, da wird es zwar auch kühler, aber es wird nicht ganz so eisig, auch in München 1 Grad dann am Mittwoch. Also dort erst einmal nicht Dauerfrost. Trotzdem wird es deutlich frischer sein als im Moment. Und wir haben es immer wieder mit neuen Tiefdruckgebieten aus Südwesten zu tun. Merken wir auch in der Nacht. Das bedeutet, es ist häufig mal nass und die Schneefallgrenze sinkt dann auch in Niedersachsen. Kann es bis ins tiefe Land, also bis ins Flachland auch mal ein paar Flocken geben. Aus Südwesten breitet sich da eben auch noch mal Regen in den Mittelgebirgen, natürlich auch Schneeregen aus. Glättegefahr einmal durch den Schneeregen, der fällt, andererseits durch die gefrierende Nässe, denn die Temperaturen, die sinken zum Teil unter 0 Grad. Wo Straßen und Wege nass sind, kann es dann gefährlich glatt werden. Tiefstwerte morgen früh meist 0 bis 5 Grad, aber eben hier und da gibt es dann schon mal leichten Frost. Windig ist es jetzt noch in Bayern und Baden-Württemberg, der lässt dann mehr und mehr nach. Morgen von Nordrhein-Westfalen runter bis nach Bayern ein bisschen Sonne. An der Ostsee Schneeregen, Regen und Schneeregen dann auch von der Nordsee bis zu den Mittelgebirgen. Aus Südwesten kommt ein neues Regengebiet, das zieht dann im Laufe des Nachmittags so ein bisschen mehr rein. Sonnenschein am ehesten vom südwestlichen Niedersachsen immer noch bis nach Bayern. Die Temperaturen schaffen es dann am Nachmittag meist gerade mal so auf Werte zwischen 4 und maximal 9 Grad. Der Wind dazu ist schwach, kommt aus unterschiedlichen Richtungen, nur an Nord- und Ostsee deutlich spürbar, an der Ostsee auch frischer Wind. Die nächsten Tage erwartet uns wechselhaftes Wetter. Im Osten und Süden am Montag Regen oder auch Schnee, im Osten bis ins Tiefe, bis ins Flachland und im Süden bis auf rund 800 Meter auch am Dienstag wechselhaftes Wetter. Es wird verbreitet deutlich kälter und dann sind eben auch wieder Flocken dabei. Claudia Kleinert, vielen Dank für diese Aussichten.
Soweit die Tagesthemen. Hier folgt sofort das Wort zum Sonntag. Die nächste Tagesschau meldet sich um 14:45 Uhr. Und wir sind natürlich morgen Abend wieder für Sie da. Einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen. Tschüss.